Hallo meine lieben Freizeitstrategen da draußen und herzlich willkommen zurück bei Hearts of Iron 4 mit Portugal, Brasilien. Ich bin immer noch da am Überlegen, wie ich das Ganze jetzt hier machen soll, denn ich muss irgendwie den guten Amerikaner davon überzeugen, dass er meine Bemühungen jetzt hier in Lateinamerika nicht irgendwie torpedieren möchte. Gut, das erste, was ich jetzt glaube ich am besten mal schauen sollte, ist, was mache ich denn am besten? Derweil, sage ich jetzt mal. Und ich würde einfach mal sagen, komm, lass uns gleich mal ein bisschen hier. Das bringt mir nochmal einen Bonus auf Zerstörermodelle. Das hier bringt mir einen Bonus auf Kreuzermodelle. Ja, Zerstörer finde ich eigentlich nach wie vor eigentlich immer noch am besten. Da kommen wir auch langsam aber sicher auf das nächste Forschungsteam runter. Ich muss irgendwie den Amerikaner dazu bewegen, mit den wenigen Methoden und Mitteln, die ich habe, dass der mir nicht auf den Geist geht, wenn ich da unten jetzt tatsächlich die Attacke durchführe. Da kann ich nur hoffen, dass das funktionieren wird. Oh Gott, Japan hat Shaanxi und China und kommunistisches China und so weiter und so fort besiegt. Alles klar. Derweil sollte ich vielleicht auch nochmal ein paar Militärfabriken bauen. Ich mache aber nur die ich will nur die inländischen machen. Einfach deswegen. Und die Insel. Die Inselbereiche. Denn ich will noch mal ein paar Militärfabriken haben. So, wie schaut es hier aus? Ja, hier kann ich auch noch mal eine Militärfabrik machen. Geht auch noch ein bisschen was. Und hier, Gott, hier habe ich noch gar nichts gemacht. Ich überlege mir nämlich immer noch, ob ich mir noch eine Flotte zulegen will. Und dann wäre es ganz gut, wenn meine Militärfabriken natürlich. Oh Gott, das ist ein riesiges Gebiet. Krass, also Brasilien riesengroß und nutzlos in gewisser Weise, wie mies. Ja, gut, das heißt also, wir werden jetzt erstmal hier die ganzen Fabriken erstmal nach oben wieder hieven. Dass die als allererstes gebaut werden, erst dann die Infrastruktur. Aha. Tschechoslowakische, japanische Krieg. Das ist jetzt halt wirklich so eine Sache, jetzt. Es wird halt kritisch, jetzt da reinzukommen. Aber was ich auch noch machen möchte, ist, falls der Amerikaner mir auf den Zeiger geht, ich brauche mehr von meinen Heimatverteidigungsjungs. Deswegen brauche ich jetzt hier nochmal so eine 48er Stack. Denn ich muss ganz viel Hafenanlage verteidigen. Ganz viel. Ich weiß gar nicht, ob 48 dafür reichen werden, aber wir müssen mal damit anfangen. So, denn wir haben sehr viel Gelände zu halten. Ich hoffe aber mal, dass der Amerikaner uns in Ruhe lässt. Ansonsten müssen wir uns halt einfach durch Lateinamerika fräsen. Oh no! Agent wurde getötet. Ja, in Amerika haben sie uns ja festgenommen. Die Schlawiner. Gott, ruckelt das gerade eben, weil die Amerikaner hier alle durch die Gegend ziehen. Muss einfach mal die Füße stillhalten. Was ich auch machen möchte, ist, neben der Tatsache, dass der Amerikaner mir natürlich auf den Geist gehen kann, möchte ich verhindern, dass der Brite mir auf den Geist gehen kann. Der mag mich nämlich gar nicht so sehr, wie wir hier gerade eben sehen können. Ich möchte daran arbeiten. Nein, ich kann sie nicht garantieren, weil ich kein Mitglied der Alliierten bin. Das Problem ist bloß, die werden mich auch nicht reinlassen in ihr Bündnis. Wir brauchen mindestens eine mehr positive als negative Gründe. Zurzeit haben wir 135. Das Vereinigte Königreich hat strategische Gründe, sich mit dem Vereinigten Königreich Portugal-Brasilien zu verbünden. Das Vereinigte Königreich möchte die Aggressoren von der Irak eindämmen. Ah. Warte mal, vielleicht kann ich mein eigenes Bündnis aufgeben und denen joinen? Das würde mein Leben so viel leichter machen. Ich löse mal meine eigene Faction auf. Was ist denn auf einmal 1000 Gründe dagegen? Was ist denn das für ein Witz? Da folgt jemand herzlich willkommen. Warum? Hä? Das finde ich jetzt aber gerade eben echt ein bisschen scheiße. Warum wollen die das jetzt auf einmal nehmen? Warum ist da dieser Tausender auf einmal da, der vorher nicht da war? Das ist ja mal extrem schräg. Das Vereinigte König. Oh!
Magie ist passiert. Die Magie ist passiert. Ich bin in den Alliierten. Okay. Das heißt, warte mal. Zu den Waffen rufen. Frankreich. Frankreich bittet um unsere Hilfe bei... Gegen wen? Gegner, japanische Papua, Irak, nationalistisches Yunnan. Reorganisation. Ja. Da machen wir mit. Da sind wir mit dabei. Dann können wir nämlich jetzt hier in Lateinamerika wüten. Die Sowjetunion wollte uns in ihr Bündnis einladen. Ja, ihr habt doch wohl einen Schuss. Ein Königreich einladen. In ein sowjetisches Bündnis. Bestimmt. So, ich habe mich da jetzt reingelurkt. In die Alliierte, weil ich an ihrer Seite gekämpft habe. Oh, ist das herrlich, ist das geil. Oh, Lateinamerika, du wirst jetzt witzig werden. Du wirst jetzt witzig werden für mich. Hab ich so das Gefühl. Ich sehe bloß zu, dass die USA und Co. halt noch gute Buddies bleiben, ne? Na gut, auf der anderen Seite, wir bleiben ja... Die können ja eigentlich gar nichts dagegen machen, ne? Wenn ich mich nicht völlig irre, können die relativ wenig jetzt dagegen machen, dass ich jetzt hier Kriege fingiere. Dum. Oh, warte mal, jetzt fährt mir hier tatsächlich... Mir fehlt Stahl. Achso, ja, und ich habe jetzt auch die ersten Fabriken fertig. Ich brauche jetzt mehr Autos, die ich produzieren muss, denn das fehlt mir ja jetzt hier. Dann lasst sie mal machen, aber ich brauche deswegen jetzt halt auch ein bisschen mehr Stahl. Die ich noch weiterhin aus den USA hier beziehen werde. Halt! Nein! Seht ihr? Ich bekomme alles, was ich brauche von meinem lieben Nachbarino. Dem Spanier. Für eine einzige. So. Wobei es irgendwie trotzdem nicht funktioniert. Es funktioniert nicht so, wie es gedacht ist. Fehlt mir da noch irgendwie eine? Kann das sein? Eine kann sein, dass mir noch fehlt. Da reichen wahrscheinlich die 74 nicht. Nein, wir machen keinen Nicht-Angriffspakt. Oh, und wir können einen neuen Agenten... Ach, dann nehme ich den einzigen, der einen Skill hat. Ja. Ihr dürft auch in den Krieg eintreten, Freunde. Und Moment, ich kann eigentlich auch noch... Die wollen keine Region abtreten? Ihr müsst mich eigentlich lieben. Ich bin euer Herr. Euer Herr und Meister. Na gut, machen wir mal weiter. Also wenn das jetzt hier gleich hinhaut, dann jubel ich. Ohne Witz. Ich lege einfach mal nur los. Ohne Verbündete rufen. Go. Ja, die Garantie ist weg gewesen. Nämlich automatisch jetzt mit den USA im Krieg. So. Hab ich sie ausgetrickst? I hope so. Kann Krieg gegen ein Land mit gleicher Ideologie erklären? Ne? Ich gleich nochmal gucken, warum ich das jetzt hier nicht mehr kann. Ah Gott, jetzt haben wir hier das Problem. Die Leute fangen an aufzumucken. 26%. Ich muss ein bisschen mehr zivile Kontrolle. Ein bisschen mehr Unterdrückung möglich machen. Ich denke, ich mache mal einen militärischen Statthalter. Der macht mehr Unterdrückung, aber weniger Gehorsam. In Paraguay mucken sie auch schon. Den mache ich auch einen militärischen Statthalter. So, das müsste die jetzt eigentlich ein bisschen senken, die Jungs. Was ist da los? Nee, Volksrepublik Italien, auf keinen Fall. Und schon wieder fehlt mir hier Eisen. Aber wenn wir es hier richtig machen, gleich nicht mehr. So. Ah, die marschieren schon ein, gut. Die marschieren schon ein. So, jetzt habe ich tatsächlich die Alliierten ausgenutzt, um das zu bekommen, was ich will. Ich bekomme dadurch jetzt tatsächlich Argentinien und ich bin ehrlich gesagt sogar am überlegen, ob ich nicht sogar... Also eigentlich will ich nur das, was mir zusteht tatsächlich. Aber mal gucken, was hat denn Argentinien so?
Die haben hier noch Öl. Die haben eine ganze Menge tolle Sachen. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob ich das so lassen will. Wir fangen jetzt auf jeden Fall mal an mit Flugzeugen. So, dann mache ich noch Luftnahunterstützung. Als nächstes Rohstoffabbau 5 ist fertig. Öl machen wir noch. Dann fangen wir mal an mit Atomkraft. Hat sowieso mal jemand von euch gesagt gehabt, ich hätte das sowieso schon viel früher machen können. Das ist natürlich korrekt, aber ganz im Ernst, ich sah keine. Ich sah keine echt gute Begründung dafür, das so früh anzufangen, wenn man so wenig Forschungsslots hat wie Portugal am Anfang. Kann ich noch die Kommandos verbessern? Jetzt kann ich die Fusileros machen. Die machen bei uns Schnaps. Nein. Nein. Oh, und sie haben schon kapituliert. Argentina de Gaubidulierde. Dann, ja, rücke ich jetzt mal dahin. Und ganz im Ernst, ich könnte anfangen jetzt hier vielleicht. Ach, jetzt kann ich keine Kriegsziele mehr rechtfertigen. Demokratien können keine Kriegsziele gegen andere Länder rechtfertigen. Das ist scheiße. Okay, das heißt, ich müsste da austreten. Und hoffen, dass sie mich wieder reinlassen, wenn es soweit ist. Ich muss jetzt Punkte ansammeln und hoffen, dass ich dann hier überall Kriegsziele rechtfertigen kann. Das wäre das Einzige, was möglich wäre. Erlaubt ihr mir, durch euer Land zu marschieren? Nö, die sind ziemlich zickig. Okay, das hier habe ich jetzt auf jeden Fall schon mal genommen. Ist schon wieder ein Agent getötet worden, das gibt's ja wohl nicht. Bei meinen Verbündeten wohlgemerkt, den US und A. Okay, Freunde, ich würde mal sagen, wir machen unsere Jungs jetzt mal da überall ran. Und dann, ich habe noch jede Menge Gummi. Oh, davon habe ich viel zu wenig. Tja, das bekomme ich aber auch nur aus den USA. Ärgerlich. Das bekomme ich auch nur aus den USA. Ich werde es trotzdem mal mehr Waffen bauen. Sag bloß, ey, das ist der Hammer, ey. So, also ich beziehe jetzt erstmal Stellung und dann bin ich am Überlegen, ob es das Risiko wert ist, die Alliierten zu verlassen. Ob die das gut oder scheiße finden. Ich kann das Bild nicht verlassen, warum nicht? Nicht erlaubt, wenn gemeinsam Krieg geführt wird. Ach, scheiße. Ach, scheiße, scheiße, scheiße. Das heißt, ich muss ihnen jetzt in dem anderen Krieg helfen. Also wie gewonnen, so zerronnen. Ja gut, dann kann ich das aber jetzt hier auch tatsächlich sein lassen. Im Grunde ist es aber auch nicht schlimm. Denn ich habe ja weitgehend bekommen, was ich wollte. Das muss man an der Stelle mal dazu sagen. Ich verlagere jetzt hier mal meine gesamten Truppen dahin, beziehungsweise ich mache das per strategischer Verlegung. Leider verlege ich keine Materialien, wie jemand schon mal korrekt angemerkt hat. Dann könnte ich jetzt tatsächlich darüber nachdenken, jetzt doch meine Truppen eventuell ins Ausland zu verlegen. Und versuchen, Japan hier aufzuhalten. Das wird bloß alles andere als einfach werden. Die Jungs sind schon fast fertig. Komm, die kann ich jetzt alle planten. Kommt her. Da sind sie auch schon. Hä? Oh, sie haben mich aus ihrem Bündnis rausgeschmissen. Okay, hier passieren faszinierende Dinge. Es passieren faszinierende Dinge. Ich wurde gerade eben tatsächlich ohne mein eigenes Zutun da rausgeschmissen.
Ja, nice. Ich sage jetzt meinen Jungs auf jeden Fall erstmal, sie sollen bitte hier die Küsten und so weiter und so fort bewachen. Aber was bedeutet das jetzt hier für Argentinien? Ist Argentinien damit jetzt hier quasi, nennen wir es mal, backt? Ich meine, irgendwie muss das ja jetzt erklärt werden, dass ich das jetzt behalte. Ich weiß es nicht, aber ich nehme es einfach mal jetzt so hin. So. Die gehen jetzt auf jeden Fall dahin. So, also ich bin jetzt tatsächlich in keinem Bündnis mehr, ne? Ich bin nicht mehr Alliierte. Ne, ich bin nicht mehr Alliierte. Sie finden mich inzwischen jetzt auch eher, ja, so mittel. Na gut, ich kann damit leben. Ich kann damit leben. Sie fanden es, glaube ich, nicht gut, dass ich das hier gemacht habe. Das fanden sie irgendwie gar nicht gut. Aber ich muss jetzt ein bisschen warten, bis Gras über die Sache gewachsen ist. Ich habe die USA auf jeden Fall richtig schön aufs Kreuz gelegt. Mit uns haben sie einen Waffenstillstand. Warte mal, Militärzugang widerrufen, Beziehungen verbessern. Ich schicke wieder den Militärattaché. Nehmen Sie den an? Sie haben ihn angenommen. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. Ich kann uns auch wieder Kriegsziele rechtfertigen. Das ist auch gut. Muss ich überlegen, was bringt mir an Ressourcen mehr? Die haben eine Menge Stahl. Die haben hauptsächlich Wolfram. Hier gibt es noch eine Menge Öl. Hier oben gibt es noch eine Menge Öl. Ja, also ich hätte schon ganz, ganz gerne Chile. Na scheiße, jetzt kann ich die alle wieder darunter verlegen. Also gut, alle wieder dahin. Alle wieder darunter. Hin und her, hin und her. Versuche ich das Kriegsziel einfach zu rechtfertigen, erobern. Santiago, keine Ahnung. Dauert halt einfach bloß noch länger. Tja, ich hinterfrage die Motive, ne? Schon klar. Nicht-Angriffspakt mit Libyen. Mache ich jetzt ausnahmsweise mal. Nicht, dass sie am Ende noch eingreifen. Mit Polen. Tunesien. Vielleicht schaffe ich es nochmal, mein eigenes Bündnis nochmal rein. In die Alliierten. Das wäre natürlich der Idealzustand. So, jetzt habe ich wieder Agenten. Ich muss herauskriegen, was Großbritannien und so tut. Vielleicht kann ich die. Warte mal, vielleicht kann ich Großbritannien irgendwie wie königlich stürzen oder sowas. Das wäre ja total geil. Wieder die Monarchie in Großbritannien einführen. Erstmal ein Agentennetzwerk aufbauen, ihr beiden. Vielleicht habe ich Glück und sie laden mich nochmal ein, wenn ich das gemacht habe. Das heißt, es halt ein bisschen Geduld haben, ne? Okay. Wir haben immer noch 238.000 Waffen. Ganz im Ernst, wenn es nur um normale Waffen geht, können wir ein Jahrhundert lang kämpfen. Da hält uns gar nichts auf. Aber ich will halt einfach selbstständig werden, was unsere Waffen angeht. Unabhängig und selbstständig. So, also unser Königreich hat sich schon so ein bisschen entwickelt, ne? Auf der anderen Seite muss ich sagen, es ist vielleicht sogar ganz gut, wenn Japan jetzt denen hier so ein bisschen eine reinzerrt. Japanisch-Papuanisch-Britischer Krieg. Japanisch-Papua. Japan ist noch mit 1,43 Millionen Menschen. Verlusten noch ganz okay, glaube ich, unterwegs. Vereinigtes Königreich hat eine 500.000 Verluste. Wie sieht es mit den USA aus? Deutschland hat noch gar nichts. Frankreich hat auch schon eine 500.000 Mann verloren. In die USA. Da, 352.000. Oh, Japan hat aber einige.
Ja gut, Iran haben sie auch. Mandschukuo, klar. Prag. Ich sehe, was das Lustige ist. Ich bin da gar nicht mehr im Krieg, oder? Den Krieg verlassen? Ah, nee, ich bin noch im Krieg mit Japan. Bin noch im Krieg. Okay, die haben sich übrigens Argentinien angeschlossen. Oder Argentinien hat sich besser gesagt ihnen angeschlossen. Das ist halt so eine 50-50-Nummer. Puh, das ist so eine 50-50-Nummer. Wem die sich anschließen. Also ich glaube, sie konnten sich keinem anderen anschließen, weil es sonst kein anderes Bündnis gab. Das wird so der Grund gewesen sein. Ich brauche noch mehr Truppen. Mach nochmal so eine Truppe. Ich brauche eine für Afrika. Meine Nummer 48, Mann. Oder 48 Divisionen. Schau dir das mal an, was wir auf die Beine stellen können hier. Problem ist bloß, es sind eigentlich immer nur die Autos, die fehlen. Ich habe schon 12.100 Artillerie. Der Irak hat kapituliert. Ich könnte sogar anfangen, eventuell, wenn es ganz hart auf hart kommt. Also ich muss erstmal mich natürlich vorbereiten. Aber dann kann ich eventuell vielleicht sogar die Ansprüche auf Afrika geltend machen. So, die Fusileros sind fertig. Nice. Das kann ich sogar noch am Ende hier. Ach nee, das kann ich gar nicht mehr. Ich habe nicht genug Werften. No! Okay, so viel dazu. Shit. Shit, 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 shit. Ja, komm, dann mache ich hier das Kommando-Gedöns. Als Fokus. Was ist mit euch? Dominion Indien möchte zu Militärzugang. Spanien schickt mir nochmal 78 Autos. Niger möchte einen Nicht-Angriffspakt. Dem stimme ich momentan zu. Wir streuen das Gefühl von Frieden. Wir haben in Afrika at the moment keinerlei größeren Interessen. Zumindest im Moment nicht. Ich muss halt ein bisschen aufpassen, ne? Das darf man nicht unterschätzen, das Ganze hier. So, was muss ich gerade mal gucken? Genau, ihr geht bis da unten. Ihr geht bis da unten. Oh, warte mal, nee, das muss ich auch noch hier machen. Das gehört auch noch dazu. Ha. Überall. Wo potenziell Gegner sind. Da oben werden. Ich muss halt aufpassen, ne? Frankreich, Vereinigtes Königreich sind an der Stelle vertreten. Wenn die der Meinung sind, dass ich ein Ärgernis bin, muss ich ihnen zeigen, dass ich wirklich eins bin. So, Jungs, verteilt euch mal jetzt hier mal entlang der Grenze hier von Chile. Und. Oh Mann. Wieder einmal will es nicht so, wie ich will. So, jetzt. So. Go, go, go. Wenn ich da reingehe, dann will ich es einfach in einem Rutsch gemacht haben. So, wir sind vorbereitet. Warte mal, ich lasse es gerade eben mal laufen. Entschuldigung, ich lasse es jetzt gerade eben mal laufen. Das muss ich jetzt gerade eben ausnutzen, dass sie mich wieder reinrufen. Kriegsziel rechtfertigen, erobern. Santa Cruz. Ich fange das jetzt schon mal an. Und Peru. Was, ich habe auf Peru ein Kriegsrecht? Ich habe auf den Kriegsgrund? Oh, Kolumbien. Kriegsziel rechtfertigen. Oh, das ist hart. Das kriege ich momentan noch nicht hin. Okay, dann breche ich das mal ab. Und Ecuador? Ecuador kriege ich auch nicht hin. Die holen mich wieder rein, die kleinen Kerle. Venezuela. Habe ich auch einen Kriegsgrund? Okay, die sind auch hardcore faschistisch. Ich kann hier noch genügend machen, wie ich gerade eben realisiere. Ja, ich warte noch ganz kurz. Wie lange hält das? Wie lange fragen die das? Komm, ich sag jetzt ja. Jetzt bin ich wieder bei den Alliierten. Hallo, liebe Freunde.
Ihr coolsten Dudes auf der Welt. So, jetzt bin ich wieder ein Alliierter. Meine Truppen verteilen sich derweil jetzt hier an der Grenze. Erhöhe mal die Geschwindigkeit. Treibstoffveredelung ist auf die nächste Stufe gebracht worden. So. Iran hat kapituliert. Wir forschen das hier. Ich nutze jetzt eiskalt die Alliierten aus. Ich habe mich einfach zur rechten Zeit auf ihre Seite geschlagen. Oh Mann, sind wir ein Kriegsgewinnler. Wir können uns bald das da. Wir werden uns Peru holen. Wir werden uns Venezuela holen. Und dann müssen wir weiter schauen, ob ich noch mehr Kriegsziele bekomme. Ich wusste gar nicht, dass ich auf die ein Kriegsziel habe. Hab ich einmal das Kriegsziel annektieren? Ach, wegen Spanien! Nee, doch nicht. Warum habe ich da ein Kriegsziel drauf? Ich habe einfach ein Kriegsziel drauf. Anscheinend habe ich da mehr Kriegsziele drauf gehabt, also in Lateinamerika, als da dran gestanden hat. Weil dran gestanden haben ja eigentlich nur ein paar. Moment, ich schaue gerade eben nochmal. Uruguay, Paraguay, Mesopotamien. Ist das auch Mesopotamien? Das kann ich mir nicht vorstellen. Nee. Das ist Arequipa. Und Venezuela ist Bolivar und Zulia und so weiter. Nee, dann weiß ich es nicht, aber es ist gut zu wissen. Ja, Spanien schickt mir kein Zeug mehr. Oh, inzwischen fehlt mir auch Zusatzausrüstung. Dann weiß ich auf jeden Fall, was ich auch noch bauen muss oder produzieren muss. Zusatzausrüstung. Und auch die Artillerie war. Nee, die Artillerie ist doch wieder da. Autos fehlen halt. Das kommt total darauf an, was man, glaube ich, jetzt hier betrachtet. Pioniere ist auch fertig. Ah, wir haben wieder Rebellionsprobleme. Oh, die schicken mir Zeug, die Amerikaner. Nein, das machen wir nicht. Hier rebelliert jetzt wieder was. Ich mache jetzt hier für ganz Argentinien richte ich jetzt ein, dass wir auch einen militärischen Statthalter reinklatschen. Ihr zickt hier mir nicht rum. Nee, guck mal, in Uruguay und Paraguay ist es ganz schön wieder runtergegangen, ne? Es ist ganz schön runtergegangen. So, Ursus A. Nicht USA, sondern der Ursus A. Boah, wie lange die brauchen, um sich jetzt zu verteilen. Ist halt eine ordentlich große Front. Was macht eigentlich die Sowjetunion? Hat die ja nicht Krieg mit irgendjemand? Hoppala. Hallo? Die hat Krieg tatsächlich mit Argentinien. Also die hat Krieg mit Japan. Demnach. Ja. Japan hat schon eine Menge Stress jetzt hier mit der Sowjetunion. Nicht Angriffspakt. Nee, das mache ich nicht. Nicht mit irgendetwas, das Volksrepublik heißt. Wir sind ja schließlich ein König. Wie könnten wir dem Volke auch nur einen Cent weit trauen? Oder einen Pesos. Wie auch immer. So, meine Truppen sind bereit. Ein bisschen Schiss habe ich schon. Ich hoffe bloß, dass mir das jetzt hier nicht auf die Füße fällt. Ich sage jetzt schon mal Go. Was ich. Ach, ich bin noch dabei, das Kriegsziel zu rechtfertigen. Ja, dann muss ich noch ganz kurz warten. Bäh, ich dachte, ich hätte es schon. Ich dachte, ich hätte es schon. So viel dazu. Na gut, aber das Gute ist, wenn ich das hier habe, kann ich hier von zwei Seiten angreifen. Ne? Das bringt mir auch wieder einen Vorteil. Regimento de Comandos. Tja. Dann mache ich mal weiter hier mit den Schiffen, ne? Auch wenn ich nicht sofort vorhabe, es umzusetzen. So, die chilenische Souveränität wird hinterfragt. Wir sind der Meinung, sie brauchen einen König. Ich kann ja wieder meine Wirtschaft ändern oder meine Politik. Ich kann endlich auf Generalmobil machen oder ich gehe auf Kriegswirtschaft.
Jetzt bin ich auf Kriegswirtschaft gegangen. Endlich, endlich, endlich. So, du, mein Freund, hier wirst auch ein Heimatverteidiger. Ich kann mir gerade eben keinen Kommandanten leisten. Das machen wir ein andermal. Ihr bekommt aber die Aufgabe, ja, hier aufzupassen. Und hier. Und hier. Und hier. Und hier. Und hier. Und hier. Hier. Und hier. Und hier. Hier noch mehr Inseln irgendwo. Ich glaube nicht. Somalia gehört mir ja nicht. Aber damit sind die schon mal ausgelastet, würde ich mal behaupten. Realisiere gerade eben. Nein, das wollte ich nicht. Dass das ja auch noch gesichert werden muss. Und ich realisiere, dass es zu wenig Männer sind. Guckt euch das mal an. 48 Divisionen reichen nicht aus, um das hier abzusichern. Ich muss also den tatsächlich nochmal 24 gönnen. Das ist schon eine krasse Nummer. So. Und fang mal an. Es fehlt nur das Equipment tatsächlich. So, und die machen sich jetzt alle auf den Weg. Und sichern jetzt hier meine Ländereien. So, die Chilenen werden beim nächsten Mal hoffentlich einen Besuch von uns bekommen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, liebe Leute. Wenn ihr wollt, seid beim nächsten Mal wieder dabei. Macht's gut, bis dahin, schöne Zeit. Tschüss und ade.